Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Gemeinde, wir feiern heute schon den vorletzten Sonntag im Kirchenjahr. Am kommenden Sonntag schließt dieses Jahr mit dem Fest Christkönig. Gegen Ende des Jahres wollen wir besonders hören auf die Mahnungen, die das Ende unseres Lebens und das Ende der Welt betreffen. Ich glaube, die Stellen des Evangeliums, die an diesen Sonntagen gelesen werden, sind gerade in unserer Zeit heute sehr, sehr zutreffend. Damit wir dieses Wort des Evangeliums hören können, bitten wir den Herrn um Umkehr, um Einsicht und Vergebung unserer Fehler und Sünden. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er verzeihe uns unsere Sünden und führe uns zum ewigen Leben. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, du Urheber alles Guten, du bist unser Herr. Lass uns begreifen, dass wir frei werden, wenn wir uns deinem Willen unterwerfen und dass wir die vollkommene Freude finden, wenn wir in deinem Dienst treu bleiben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem Buch Daniel. In jener Zeit tritt Michael auf, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Dann kommt eine Zeit der Not, wie noch keine da war, seit es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Doch zu jener Zeit wird dein Volk gerettet, jeder, der im Buch verzeichnet ist. Von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden viele erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schmach, zu ewigem Abscheu. Die Verständigen werden glänzen wie der Glanz der Himmelsfeste und die Männer, die viele zum rechten Tun geführt haben, wie die Sterne für immer und ewig. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lesung aus dem Hebräerbrief. Jeder Priester des ersten Bundes steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst und bringt viele Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Jesus Christus aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Seitdem wartet er, bis seine Feinde ihm als Schemel unter die Füße gelegt werden. Denn durch ein einziges Opfer werden die, die geheiligt werden, für immer zur Vollendung geführt. Wo also die Sünden vergeben sind, da gibt es kein Opfer für die Sünden mehr. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Alleluja, Alleluja. Wachet und betet alle Zeit, damit ihr hintreten könnt vor den Menschensohn. Alleluja. Der Herr sei mit euch. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: In jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn in Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So erkennt ihr auch ihr, wenn ihr das Geschehen seht, dass er nahe vor der Tür ist. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur
der Vater. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, zunächst ein kurzes Wort zum Kirchenjahr, dem Sinn des Kirchenjahres, und dann ein sehr eindringliches Wort zu der Lesung vom Ende der Welt und vom Kommen des Herrn. Die Sonntage im Jahreskreis bilden eigentlich keinen Kreis, eine Art Naturzyklus. Dann fängt das wieder von vorne an und dann hört es nach 34 Sonntagen auf, sondern jeder Sonntag, der Herrentag, wiederholt das Geheimnis der Karwoche, also die österlichen Festtage vom Leiden und Sterben des Herrn und seiner Auferstehung. Also jeder Sonntag ist ein Gedenken an die Heilstat, die Gott in seinem Sohn verwirklicht hat. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen und was an jedem Sonntag neu für uns ausgelegt wird. Und in diesem Gedenken, das ist das Geheimnis der Zeit, eröffnet sich uns unsere Gegenwart als die Gegenwart des Heiligen Geistes. In diesem Gedenken sind wir im Heiligen Geist fähig, einander zu lieben, die Geister zu unterscheiden, das Böse und das Gute. Und wenn wir so leben, tut sich uns das dreifaltige Geheimnis der Zeit auf. Wir gehen notwendig mit unserem Blick in die Zukunft und erwarten die Ankunft des Reiches Gottes, die Ankunft des Vaters. Also auf dem Fundament dessen, was Gott in Jesus getan hat, gewinnen wir eine wirkliche Gegenwart des Herrn und diesen Blick in die Zukunft. Die Zukunft ist die Ankunft des Reiches Gottes. Das ist auch natürlich die Predigt Jesu. Er sagt, in mir ist das Reich Gottes da, es hat angefangen in dieser Welt und es wird diese Geschichte bestimmen. Wie Nazareth, wie die Juden in der Zeit Jesu, ist diese Weltanschauung apokalyptisch, eschatologisch. Das ist seit einiger Zeit wieder im Bewusstsein, auch der Kirche, die das lange Zeit vergessen hat. Indem wir die Augen aufmachen, wach werden, müssten wir eigentlich sehen, zunächst einmal negativ, wie unsere Welt aussieht. Als Jugendlicher und dann lange, lange Jahre habe ich diese schwierigen Reden der Apokalypse, vor allen Dingen lang dargestellt in der Apokalypse des Johannes, vielleicht nicht so sehr gemocht. Die sind unheimlich. Wenn man diese Zeichensprache versteht, ist sie eine unglaublich realistische, treffende Beschreibung der Welt, in der wir leben. Es gibt in dieser Welt nichts, was auf Dauer zuverlässig ist. Alles wird untergehen, sich ändern und sowohl in der Natur, was wir jetzt ja besonders bedrohend erleben, aber vor allem und viel wichtiger in der Gesellschaft, in der wir leben. Die Königreiche gehen unter, die Epochen verschwinden. Jeder einzelne Mensch, wenn er sich nicht selbst belügt, weiß, dass er sterblich ist. Wir wissen das
aber wir wollen es natürlich nicht wahrhaben. Also ich glaube, dass man am Ende sagen kann, alles Unglück, was wir Menschen uns einander zufügen, kommt daher, dass wir nicht wahrhaben wollen, dass wir sterblich sind. Also diese Habgier, die Selbstverteidigung, die Kriege, schauen Sie sich in der Welt um. Ich glaube, der Zustand der Welt ist nie so katastrophal gewesen wie jetzt. Dagegen wird dann immer gleich argumentiert, nein, nein, das ist ja nicht so schlimm, es wird alles besser, die Armut nimmt ab und so weiter und so weiter. Das stimmt partikulär an bestimmten einzelnen Punkten, aber im Ganzen gibt es keinen Fortschritt. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass wir in Deutschland so viel verbohrte, unbelehrbare, also im Grunde genommen Irre haben. Dass die Bundeswehr jetzt bis Weihnachten 12.000 Mann mobilisieren muss, dass die Intensivstationen überbelegt sind und so weiter und so weiter. Und viele andere Dinge, die noch schlimmer sind. Das Gute an diesen apokalyptischen Beschreibungen ist, dass es uns ermahnen soll, es ist eine Ermahnung, dass wir uns diese Welt wirklich anschauen, dass wir in uns hineinschauen und endlich zugeben, dass wir verletzlich, sterblich sind. Das ist das Erste. Und Sie glauben gar nicht, was die Welt alles tut, um das nicht wahrhaben zu müssen. Ich las, wovon ich nichts wusste, es gibt eine sehr finanzkräftige neue Philosophie-Initiative, die endlich den Übermenschen schaffen will, Transhuman. Die nennen sich Long-Termism, also langfristig. Jetzt die Menschheit, jetzt, das ist alles noch in einem jämmerlichen Zustand. Man muss den Übermenschen schaffen, da liegt die Zukunft der Menschen in 100 Jahren, 1000 Jahren und großräumiger, diese Erde reicht auch nicht, man muss in das Weltall gehen. Das sind Projekte, die von sehr finanzkräftigen Leuten mit Milliarden Dollar gefördert werden. Wenn Sie da hinschauen, das ist der reine Eskapismus, der die Situation der Welt, in der wir leben, nicht sehen will, sondern wir können das verbessern. Das Evangelium sagt uns, dass wir Sünder sind, sehr viel Unheil in dieser Welt dauernd anrichten, dass der Gott, der uns erlösen will, der unser Heil will, in diese Welt hineinkommt. Das Beispiel dafür ist Jesus von Nazareth selber. Das ist sozusagen, wenn Sie sich das anschauen, das Römische Reich damals, das ist alles sehr ähnlich wie heute. Und sein Lebensschicksal ist das Beispiel. Und dann ist das Wunderbare, dass das Evangelium uns nicht in Panik versetzen will, sondern dass es uns ermutigen will, standzuhalten, auszuhalten und unter diesen Umständen das Mögliche zu tun. Also am Christkönigsfest ist ja öfter die Rede davon, dass beim letzten Gericht die Menschen, die gesündigt haben, fragen, ja Herr, wo haben wir dich denn gesehen? Und die Antwort des Herrn ist, da bei den Schwachen, den Armen, den Kranken, den Leuten im Gefängnis. Also da, wo ihr hilfreiche, liebende, gütige Menschen gewesen seid für euren Nächsten, da seid ihr mir begegnet. Also, in einer Welt, die in Unordnung ist, aushalten, standhalten, als Menschen leben. Und warum wir das können, die Christen das können, ist, weil Gott ihnen versprochen hat, dass Gott zu ihnen kommt. Der Mensch ist nicht ein schlecht entwickelter Affe, ein verhaltensgestörtes Tier, sondern er ist gottesfähig, nach Gottes Ebenbild geschaffen, er ist gottesfähig.
Und mehr können sie gar nicht wollen. Das habe ich zum Glück schon der Unterprima, Oberprima verstanden. Dadurch, dass der Mensch ein Vernunftwesen ist, nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist, kann es gar nicht mehr geben. Sie können nicht mehr zu mehr fähig sein als Gottes fähig. Ein Kind Gottes sein. Das wird durch die Malaise und die Schrecken, die in dieser Welt sind, nicht aufgehoben, sondern das sollen wir vor Augen haben und das ist unsere Hoffnung. Also Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir haben diese Hoffnung, weil uns Gott entgegenkommt. Zukunft ist das Entgegenkommen Gottes. Also Sie müssen die Perspektive umkehren. Wir sollen auch wachsam sein und auf Gott zugehen. Aber viel wichtiger ist, dass Gott uns entgegenkommt. Also es gibt in dieser Welt die keinen Halt bietet, die unzuverlässig ist, gibt es nur ein einziges Fundament, dem Sie vertrauen können, dem Sie glauben können. Amen, ich sage euch, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist, wenn man lange überlegt, ganz richtig. Sie können unbedingt im absoluten Sinn des Religiösen nichts und niemandem vertrauen, außer dem Wort Gottes selbst. Das sollten wir uns heute und gerade in unserer Situation, Lebenssituation, gesagt sein lassen. Dann der Schluss des Evangeliums. Auf den wäre ich gar nicht so aufmerksam geworden. Das Evangelium sagt dann dazu, macht euch keine Sorge, denkt gar nicht nach, wann diese Stunde kommt, da ist, weiß niemand. Also ich weiß ungefähr für mein Leben, also meine persönliche Apokalypse, die wird sehr bald sein. Ich hoffe nicht heute oder morgen, aber in absehbarer Zeit. Aber ich werde mich hüten, meine persönliche Apokalypse mit dem Untergang der Welt zu verwechseln. Ich bin auf diese Sache gestoßen worden. Es gab eine, wie immer zu allen Dingen, eine Untersuchung in Deutschland und über 50% der Deutschen meinen, dass die Welt in 50 Jahren oder spätestens in 100 Jahren untergeht. Also diese 50% verwechseln offensichtlich ihre persönliche Apokalypse mit der kosmischen Apokalypse. 50 Jahre für ihr eigenes Leben, wenn sie Kinder haben, 100. Machen Sie sich da keine Sorgen. Wir wissen diese Stunde nicht. Lassen wir uns ermahnen, in dieser Welt wenigstens zu versuchen, das, was wir möglicherweise tun können, zu tun, dass wir uns gar nicht von diesen Schrecken also letztlich umbringen lassen, sondern dieser Hoffnung sehen, dass das Wort Gottes unbedingt zuverlässig ist. Wir sprechen das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben, bestiegen das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt der Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gütiger Gott, dich bekennen wir als den Schöpfer und Erhalter allen Lebens. In Christus hast du uns gezeigt, wie Liebe und Gottvertrauen den Menschen auf vielfältige Weise zum Leben führen. Schenke uns die nötige Kraft, unser zeitlich bemessenes Leben bewusst und in Freude zu gestalten. Gott, unser Heil, wir bitten dich, erhöre uns. Stärke die Sehnsucht in unseren Herzen nach einem hellen Leben, nach einem heilen Leben und gib uns die Kraft, an einem gerechten Miteinander zu arbeiten. Gott, unser Heil, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke uns einen Geist des Widerspruchs, damit wir furchtlos Frieden säen, dort, wo Hass und Missgunst herrschen. Gott, unser Heil, wir bitten dich, erhöre uns. Barmherziger Gott, wir glauben, dass dein Reich zu uns kommt. Herr, komm bald, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Herr, unser Gott, die Gabe, die wir darbringen, schenk uns die Kraft, dir zu dienen und führe uns zur ewigen Gemeinschaft mit dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet.
Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen und bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Tarzisius und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Weil der Sohn Gottes Mensch geworden ist, darum sind wir Menschen Kinder Gottes. So dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes, nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Christus, das Wort Gottes, das Brot des ewigen Lebens. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Trost.
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt und sein Gedächtnis begangen. Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, dass wir in der Liebe zu dir und unseren Brüdern Christus nachfolgen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Es segne uns und unsere Gemeinde, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Amen.